Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Es interessiert mich gerade trotzdem höllisch, was hinter dieser Tür ist. Ich sagte vom Ende vom letzten Part zwar, dass ich für heute aufhöre, aber es ist das primäre Nährstofflager. Achtung, fremde biologische Materie entdeckt. Das interessiert mich. Darum mache ich jetzt doch nochmal den Part. Schau, wie weit ich komme. Weil es mich so interessiert, was hier hinter ist. Wie mag das vorher wohl ausgesehen haben? Also... Vor allem was... Damit wird vielleicht etwas passieren? Ah, erschreck mich doch nicht so, du kleine Stück. Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt, total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Jacob, rette mich. Na, werde zum Werwolf. Twilight. Ja, bloß nicht. Ah. Obwohl sind das... Bei Twilight sind das ja nicht wirklich Werwölfe, ne? Die werden dann einfach so zu Wölfen, beziehungsweise sie sind ja eigentlich ein Indianerstamm und werden dann... Also kriegen die Gabe... kriegen die Gabe, die Form von Tieren anzunehmen, aber im Grunde genommen geht das auf die Werwölfe wohl zurück. Nährstofffilter. Ja, geben wir denen doch Nährstoff, weil wir haben ja so schöne Nährstoffe da. Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Juhu! Tod und Verderbnis! Juhu! Verdammt! Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Ja, das ist doch ein Job für den Gregor. Ja, komm, hier, geh mal beiseite. Hier, mit ordentlich Wumms muss das geschehen. Was hat ihr gerade rümpfte Dings gemacht hier? Ja, macht der Gregor das? Oh. Oh. Wow. Sehr interessant. Yeah, you spin me right round, baby, right round, like a record, baby, round, 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 round. Wieso hat sich das denn so krass gedreht am Anfang? Eintritt Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Genau, machen wir einen Remix daraus. Ist das das Riesenteil? Das sieht ja echt übel aus. Hup. Haben wir sonst noch etwas, was wir direkt einstecken können? Zum Beispiel den Arm. Wie weit ist das entfernt? Das können wir alles noch gut gebrauchen. Nehme ich an, weil ich glaube, wir müssen das Vieh gleich mit diesen Komponenten abschießen. Mit unserer Fähigkeit zur Kinese. Ach, und wie viel hier gerade hängt das? Besser alles schnell aufnehmen. Ist das, genau, das ist schön da reingefallen. Das ist auch gut. Ja, was ist hier denn noch? Na, dieser Unschärfe-Effekt, der ist hierfür jetzt gerade echt ein bisschen doof. Mm, da ist noch was. Dann haben wir die Sachen davon nämlich schon mal gesichert. So, aber das ist jetzt hier... Es wird ein interessanter Kampf, habe ich das Gefühl. Aber... Nein, 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 nein. Ouch!
geil, das war geil. Oder wir machen das einfach so. Was das für ein riesen Vieh ist, das ist übel. Da. Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Vieh, weil das ist auch mehr Action als irgendwie Horror. Ja. Wenn es das schon war, bin ich von dem Kampf enttäuscht. Na? Dafür braucht man relativ gutes Timing. Was ist das für ein Vieh? Oder sollen wir es irgendwie anders besiegen? Ich mach ja gerade immer nur das Gleiche. Au! Ha! Gott, der durchgekriegt. Okay. Ja. Hierfür braucht man anscheinend wirklich die Munition. Juhu! Let's fats! Ja. Und jetzt? Du hast es geschafft. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Na? Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. Was heißt hier, wie lange die Tür noch halten wird? Weiß sie etwas? Unsere Lebenspunkte. Ups. Okay, ich habe mich gerade komplett auf den Gegner fixiert. Mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass wir echt so viele Lebenspunkte verloren haben. Ja, das war dann doch ein ziemlich knapper Endkampf. Boop. Ja, wo bist du jetzt hingeflogen? So. Ach, aber genug Medipacks kriegt man hier echt. Na? Reicht ein einzelnes? Ah ja. Dann kann man die restliche Munition auch noch irgendwie aufnehmen. Ja. Sehr interessant. Sonst ist hier aber nichts mehr, glaube ich. Ach, und da darf man gar nicht hin. Dann eben nicht. Dann laden wir unsere Waffen nach. Dich gibt's nicht nachzuladen. Dich laden wir aber nach. Ja. Damit wäre dieser Kampf Ende der Schwerelosigkeit. Hätte man sich eigentlich wahrscheinlich auch denken können, dass hier dann so eine Art Bossfight stattfindet. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe so gedacht, ja, cool. Juhu. Und was passiert hier jetzt? Komm, Psycho-Element, komm!
Ich bin enttäuscht. Oder wenn da dann plötzlich Hammond stehen würde und würde sich selbst eine Kugel geben, weil er damit nicht mehr klarkommt oder so. Ha, das wäre lustig. Aber jetzt müssen wir ganz zurück. Heißt das, das Kapitel ist jetzt ja auch schon wieder abgeschlossen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich werde... Also ich meine, das geht ja dann nur in eine Richtung und damit ist das Kapitel wahrscheinlich abgeschlossen. Das heißt, ich werde hier mal eben alles verkaufen, was hier irgendwie zu viel ist. Das heißt wieder Strahlmunition, die Projektile. Das packen wir erstmal in den Safe, genau wie das große. Ja. Und dann gehen wir jetzt mal... Gehen wir wieder weg. Psycho-Element, wo bleibst du? Horrorsequenz. Na, nicht noch mehr, ihr scheiß Tomaten. Echt. Ganz am Anfang, das hat mich... Hat mich so abgefuckt. Als der Gregor gerade angefangen hat mit den Spielen. Und dann passiert so eine Scheiße. Boah. Dabei ist nur diese kleine Wasseranlage angegangen und ich kriegte schon fast den Herzinfarkt Nummer Uno. 100. So, wo geht's lang? Ah ja, die Leichen sind weg. Ach, nein. Das heißt, da drin sind jetzt auch Viecher. Das tun wir uns noch an. Gut, wenn die nicht hier sind, dann müssten die ja hier sein. Blutspuren. Nix. Auch gut. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir auch dieses Kapitel mit, also zusammen mit diesem Part. Wunderbar, fulminant hat dieser Part geendet, dieses Kapitel mit unserem, würde ich eigentlich sogar behaupten, unseren ersten Bosskampf. In der Hydrostation mit diesem riesen, fetten, 10 Kilotonnen schweren Teil, was die Ishimura gerammt hat. So, und damit haben wir Kapitel 6 auch beendet. Gefahr für die Umwelt abgeschlossen. So. Fortschritt speichern. Nein, nee, das will ich gar nicht. Warum denn? Auf jeden Fall sage ich dann an dieser Stelle schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Für heute höre ich auf mit den Aufnehmen. Jetzt aber wirklich, weil das Kapitel ist jetzt auch abgeschlossen. Ja, und dann geht's nächstes Mal weiter mit Kapitel 7. Genau. Wir werden noch eben schauen, wie es heißt. Kapitel 7 ins Leere. Wenn Sie sich in einem Vakuum befinden, wird Ihre Luftanzeige angezeigt. Wir fahren damit jetzt ins Abbaudeck. Das heißt wieder ein völlig neues Gebiet, in dem wir uns nicht auskennen. Glaube ich gerade zumindest. Ja. Müsste eigentlich nur noch schnell laden, jetzt so. Weil die Zeit verrinnt. Sonst kann ich das nicht mehr in einem Part zusammenfassen. Ach je. Aber es wundert mich echt, dass ich mit so wenig Leben das Ganze überlebt habe. Dreh dich um und wir sehen ein Bild des Schreckens. Naja, nicht wirklich. Aber bevor wir jetzt überhaupt einen Schritt rauswagen, wird dieser Part beendet. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space. Natürlich dann auch wieder mit Gregor, ne? Hey, du solltest schlafen, Mann!